So, da sind wir wieder bei Trine 2 im hübschen Moor und haben hier diese nette Stelle, wo uns Pflanzen an den Kragen wollen. Na, das hat so ja nicht so gut getan. Deswegen ab wieder nach hier oben. An die große Erfahrungsviole ran. Und schon wieder ist sie tot. Ja, ich bin aber immer noch die andere Erfahrungsviole da oben, an die wir so nicht so leicht rankommen, wie es mir scheint. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Aber ich habe schon so die Idee, wie wir an diese Erfahrungsviole rankommen. Dazu brauche ich erst einmal Amadeus, unseren Magier, der uns eine magische Box macht, damit diese Pflanze sich mehr nervt. Okay, das klappt doch nicht ganz so, wie ich es wollte. Dann machen wir es halt auf die Weise. Okay, es ist gut zu wissen, dass das auch so geht. So, genau, Spuck gegen Aua. Das ist nur so ja übrig. Also diese Spuckpflanzen, das sind wirklich lästig. Und irgendwie machen wir diese Stacheln da oben Angst. Aber hier oben gibt es nichts. Da unten ist nur wieder giftiges Gas. Das war nicht so geplant. Ja. Okay, ich will nicht mit dir kuscheln. Die super Berserker. Ich will lieber diese Kiste öffnen. Ich habe wieder ein Sammelgedicht gefunden. Der Schwester Talent mit Magie zu erfreuen. So feiern wir morgen. Da werden wir neun. Okay. Hier diesen Baum können wir nicht nochmal hoch. Ach, das klappt sogar runter, wenn wir uns dagegen daran anhalten. Hängen. Nein. Okay. Ich bin noch auf die andere Seite. Da waren nämlich auch noch zwei. Pion, der Sprung war zu kurz. So, die da drüben möchte ich bitte. Und an die komme ich nicht dran. Gemeinheit. Wie soll man bitte an die rankommen? Der Magier kann ja schlecht hier eine Truhe drauf machen. Und dann darüber hüpfen. Nein, das geht nicht. Hopp. Also nee, da können wir uns nirgendwo festmachen. Und hier geht leider auch nirgends festmachen. Können wir uns hier eine Treppe hochbauen? Ich schätze mal nicht. Und hier können wir auch keine Planke rüber machen. Das ist auch doof.
Da ist nur der Weg zurück. Okay, da müssen die beiden Erfahrungsführungen leider ausfallen. Hier hoch und den Bogenschützen da drüben erschießen. Und die Erfahrungsviole abgreifen, die er uns freundlicherweise hinterlassen hat. Das sieht irgendwie komisch aus. Okay, die Mauer da ist weg. Erstmal das da die Mauer wegschlagen. Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht. Und da hochschwingen klappt auch nicht so richtig. Ich glaube, da kommen wir nur so hoch. Aber nicht, wenn wir dagegen springen natürlich. Sondern uns irgendwo festhaken. So. Sehr gut. Ja, und so können wir auch schaukeln. Aua. Das wollte ich wiederum nicht. Ich würde gerne an das daran. Na komm, da wollen wir uns hier mal treffen. So, und dann. Hoppala. Und springen hier. So. Level up. Sehr schön. Dann gebe ich ihr mal Eispfeile oder ihm Feuerschwert. Ich gebe ihm erstmal das Feuerschwert. Dann hat jetzt er das Feuerschwert und das Eisschild. Sehr gut. Das ist zwar ziemlich gemein. Kommt noch mehr? Der hockt da oben mit rum. So. So. Dann wird die mal los. Und ich denke mal, da oben lang geht es dann weiter. Das war falsch. Du stirb. Hier haben wir wieder so einen Secret Ort. Komm mal kurz hoch mit dem Stein. Aber das klappt schon so, wie ich es mir denke.
nein, das war's auch nicht ganz. Am besten von höher fallen lassen. Okay, so. So, und so, jawohl. Und so eine große Fiole gibt 5 Erfahrung. Und ein Sammelbild. Tolles Sammelbild. Ein großer Goblin-Häuptling und Goblin-Ritter, die gegen unsere Helden kämpfen. Na gut. Hier muss ich drüber hüpfen erst einmal. Ich schätze mal, hier muss ich wieder puzzeln. So. Ja, das war schon mal gar nicht so falsch. Ziemlich hoher Luftdruck da drin. Ich würde gerne an das da rankommen. Aber ich denke mal, das müssen wir auf kompliziertere Art machen. Wieder weg von mir. Die Box schwebt. So. Ich sehe schon. So, wieder hoch. Rausziehen und da aufspießen, eigentlich war der Plan. So, jetzt dürfte das nicht mehr hier runterfallen können. So. Und wir sollten eigentlich da oben ran können. Mist, können wir nicht. Das war nicht so gut. Die Kiste wieder auflösen. Kann ich hier ein bisschen Anlauf nehmen vielleicht? Hallo, ich will da hoch. Ich will an die Erfahrungsfiole rankommen. Ja, da müsste irgendwo ein Loch zum Hochspringen sein. Oh, noch mehr magisches Wasser. Vielleicht kriegen wir Riesenerdbeeren. Ich frage mich, wie das Wasser das fertigbringt. Sind die Schnecken und Frösche hier in der Gegend deshalb so groß? So, und Anlauf. Nein. Hat nicht gereicht. Und ja, jetzt haben sie wieder über das Wasser philosophiert. Kiste bitte, so.
Das war auch nicht gut. Kiste wieder weg. Planke bitte. Noch eine Planke bitte. Und dieses Mal aber, jawohl. Und hier haben wir wieder solches Wasser, mit dem wir etwas bewässern müssen. Na komm, Wasser. Und wir kriegen wieder Riesenpilze. Praktisch. Aber bevor wir die jetzt erklettern, mache ich wieder mal einen Cut. Bis gleich.